Hey Freunde und willkommen wieder zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Und Leute, ich habe ein Blaugummi gefunden. Und zwar da ist es. Ich hoffe, es ist ein Blaugummi. Weil ich habe schon... Oh, mein Inventar ist voll. Was hauen wir denn raus? Wir hauen das mal raus, das brauchen wir nicht. Zack, weg mit dir. Und genau. Habe ich das jetzt? Ja, Blaugummi. Gut, so. Dann gehen wir jetzt schnell weg hier. Mit unseren... Flieorb. So, einsetzen. Und tschüss mit der Dungeon. Und Gott sei Dank, Leute, ich weiß nicht, wie oft ich drinnen war bei der Dungeon. Und ich dachte, ich finde es jetzt nicht. Aber ja, Gott sei Dank habe ich es gefunden. Und jetzt können wir weitermachen. Und jetzt hat mein Nafi sein Blaugummi. So, müssen wir ihn noch abgeben. Am nächsten Morgen, ja, sein Frühstück. Das haben mein Nafi hat schon Hunger. Guten Morgen, Roxen. Hallo. Guten Morgen, mein Nafi. Alles klar, Roxen? Wir müssen für mein Affi Blaugummi besorgen. Oh ja. Wir haben schon eins. So, da. Dummi. Möchtest du mein Affi Blaugummi geben? Ja. Roxen gibt mein Affi einen Blaugummi. Dummi. Kau. Na, schmeckt das? Hä? Lecker, Dummi? Lecker? Okay. Lecker? Yep, lecker. Lecker, Dummi, lecker! Ha! Das kleine Kerlchen wächst bei dem Tempel bestimmt in. Was? Windeszeile auf, okay. Ist irgendwas? Wahrscheinlich hat sich das Kleine vollgefuttert und wird jetzt müde. Lassen wir schlafen. Schlaf gut, mein Affi. Okay, Leute. Er schläft jetzt. Am nächsten Mal. Ja, genau, da gehen wir schon wieder pennen. Ja, man kann nie genug pennen. Also gut. Guten Morgen, Roxen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, mein Affi. Morgen, Roxen. Plamflam. Nanu, das kleine Käckchen hat uns mit unserem Namen angeredet. Es hat unseren Namen gesagt. Oh mein Gott, das werde ich nie vergessen. Mein Affi, das ist echt so wundervoll. Also gut. Das ist toll, mein Affi. Nun, Roxen, was haben wir heute mit im Unternehmen? Naja, ich weiß nicht. Gehen wir zum Spielzeugladen oder so? Oder was weiß ich? Oder zum Park oder so? Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Nur essen und schlafen kann auf Dauer nicht gesund sein. Ich weiß. Wir gehen mit dem Kleinen am Strand spazieren. Spazieren! Ja, komm, wir gehen jetzt spazieren. Wir gehen jetzt spazieren zum Rummelplatz. Und da feiern wir. Also gut, Manafi, ich will dir alles zeigen, ja? Also Manafi, was passiert? Okay, gar nichts, wenn ich es anspreche. So, da, jetzt gehen wir zum Strand. Und ich zeige dir ganz tolle Dinge, ja? Ja, wo wir Panflamme und ich kennengelernt haben, ja? Da haben wir uns kennengelernt, ja? Und zwar wie? So, also gut. Komm schon, Manafi, hier drüben. So, jetzt gehen wir weiter. Okay, das sage ich jetzt nicht. Manafi, das ist das Meer. Meer. Mhm. Meer? Jawohl, das Meer. Dort kommst du her. Na, das reimt sich ja. Okay, Meer. Panflam. Roxen. Okay. Mehr! Ha, Roxen, mein Affi scheint wirklich glücklich zu sein. Ich bin froh, dass wir es zum Strand mitgenommen haben. Mehr! Ja, jetzt machen wir eine Planschparty. Und so spielten mein Affi, Roxen und Panflam, bis die Sonne unterging. In dieser Nacht... Was willst du, Antivirus? In dieser Nacht will mein Antivirus stören. Und ja, so, es geht weiter. Ups, das war mein Desktop. So, okay. Wo waren wir? In dieser Nacht, genau, da schlafen wir. Oh, was macht mir Nafi? Okay. Mein Nafi, sei vorsichtig, dass du nicht runterfliegst, ja? Am nächsten Morgen. Ah, das war ein schöner Traum. Guten Morgen, Roxen.
Guten Morgen, Maler. Mein Affi. Wo ist mein Affi hin? Oh, Roxen. Mein Affi. Mein Affi ist weg. Das sehe ich. Das sehe ich. Was sollen wir tun? Wo ist er hingegangen? Wir suchen besser nach meinem Affi. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zum Strand. Weil... Naja... Weil da waren wir zuletzt. Und sonst waren wir bei der Gilde, aber ja... Gehen wir mal zu der Gilde, wenn wir das jetzt sagen. Vielleicht regen sie sich... Okay. Der kommt schon alleine her. Ah, die Team 123! Ich war gerade auf dem Weg, um zu sehen, wie mein Affi geht. Ich nehme mal an, mein Affi geht es gut, hm? Da gibt es ein kleines Problem. Es geht um mein Affi. Mein Affi ist verschwunden. Was? Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt gut auf den Kleinen aufpassen? Habe ich das etwa nicht gesagt? Ich suche ihn mit. Mein Affi ist immer noch ein Kleinkind. Es kann nicht sehr weit gekommen sein. Ich sehe in der Gilde okay. Ihr zwei sucht draußen nach ihm. Okay. Ja, in der Gilde. Was? Gut, dann sucht er in der Gilde. Wir suchen nach draußen. Ja. So. Hey, mein Affi! Da bist du also. Mein Affi! Wir haben uns Sorgen gemacht. Was machst du denn eigentlich hier? Hey, mein Affi! Mein Affi! Was ist los? Mein Affi? Das sieht nicht gut aus, Roxen. Es hat hohes Fieber. Ja, das ist doch... Naja, wenn es da die ganze Zeit herumsteht und was weiß ich... Mein Affi, durchhalten! Mein Affi! Mann, oh Mann, mein Affi, was tust du denn? Oh nein! Wie konnte das nur passieren? Wir sind schlechte Eltern, Panflam. Wir sind schlechte Eltern. Ihr habt mein Affi gefunden? Ja, ganz allein. Ohne den Plaudergeil. Ich meine, ja, ist gut. Plaudergeil, mein Affi ist. Mein Affi ist. Mein Affi? Meine Güte, es leidet unter extrem hohem Fieber. Das wissen wir. Wir haben es am Strand gefunden, dann ist es umgekippt. Seine Krankheit rührt wohl von der falschen Umgebung her. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Mein Affi ist ein Pokémon, das im Meer aufgewachsen muss. Unsere Umwelt ist völlig anders als das Meer. Darum ist das Kleine krank. Also sind wir schuld daran, dass mein Affi... Wie die Dinge stehen, hilft jetzt kein Jammern und Bedauern. Okay, ja genau, das stimmt. Wir müssen uns voll auf die Heilung der Krankheit von mein Affi konzentrieren. Aber wie sollen wir das heilen? Ich habe Folgendes gehört. Laut den im Meer lebenden Pokémon existieren ein Heilmittel. Was? Ah, Allheilmittel, okay. Namens Fiona-Tau. Okay, das sollen wir wahrscheinlich suchen. Okay, das könnte genau das sein, was wir zum Heilung des Krankheit von Manafi benötigen. Fiona-Tau oder wie? Keine Ahnung. Den brauchen wir. Also, okay. Plaudergeil. Wo finden wir diesen Fiona-Tau-Zeug? Es gibt Pokémon, die über die Meer treiben. Sie heißen Fion. Okay. Man sagt, dass die Fion Tau herstellen. Okay. Soweit ich weiß, leben die Fion im Westen. In einer Gegend, die man auch das Mirakelmeer nennt. Oh. Verstanden. Das Mirakelmeer. Wir müssen um jeden Preis Fion finden, Droxen. Es ist der einzige Weg, den wir mit Affi retten können. Oh ja. Du hast jetzt das... Ja, okay. So, dann gehen wir jetzt los zu der nächsten Erkundung. Das wird schon langsam Zeit. Oh, und ich dachte schon, wo ist das nächste Abenteuer geblieben? Wo ist das nächste Abenteuer geblieben? Und jetzt geht es los. Ich habe viel Krimskrams mit, aber... ist mir recht egal. Wir gehen jetzt los. So, Mirakelmeer. Und ich nehme ein Schlückchen kurz. So, Freunde, und hier sind wir schon. Und... Ja.
Jetzt sind wir noch bei einer Gegend, wo es noch immer feucht und nass ist. Okay, so. Dann gehen wir jetzt mal weiter und suchen das Mirakel. Schön Pamflam, schön Pamflam. Okay. Das Mirakel-Ding da. Na, nicht Mirakel. Fion. Genau, Fion. Oh, was ist das? Oh, was ist das für ein Pokémon? Meine Güte, ist das riesig. Verschwinde! Weg da! Aua! Oh, hat verfehlt. Okay. So da, und dann gehen wir schnell weiter und zur Treppe. Wenn wir die Treppe finden. So da. Was zum... Okay. Ah, Leute, wisst ihr was? Welche Pokémon mir wirklich fehlen? Und zwar die Ignitito oder so irgendwie, wie die heißen. Die Buchstaben-Pokémon. Zahlen-Buchstaben-Pokémon. Die fehlen mir irgendwie voll. Wie tauchen die... Oh, Mist. Oh, noch gut gerettet. Okay, jetzt darf keiner drauf drehen. Klar doch. Genau, weil die finde ich jetzt in gar keinem Pokémon-Teil mehr. Also sehe ich in gar keinem Pokémon-Teil mehr. So, okay. So, da. Gut so. Schnell rein mit uns. Lass mich in Ruhe. Schnell rein mit uns. Schnell, 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 schnell. Oh. Magnet, du bist echt gut. Ja, genau. Und die Pokémon, die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr in den... in den neuen Pokémon-Teilen dabei. Das finde ich echt irgendwie schade, weil irgendwie... Na gut, irgendwie war das auch ein unnötiges Pokémon, aber... Ja. Egal. So, da. Was haben wir denn Schönes? Okay, Leute, wir sind ziemlich schon... Ah. Was lässt Gegner hinhalten? Ah, hinhalten. Verstehe. Da, das setzen wir schön ein. Zirkel, 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 zirkel. Aha. So, gehen wir weiter. Oh, Mann. Wir müssen kämpfen, Leute, weil mein Team kämpft und also muss ich auch kämpfen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Aua, was soll das? Man, one hit reinzuhauen, Pamflam. Okay, egal. Egal. Wir haben aber ganz schön viele Beliebes haben, muss ich sagen. Moment. Zweite Möglichkeit. Ups. Ich wollte es eigentlich bei mir einsetzen. Hm. Nochmal. Warp-Orb. Teleportiert das Ziel. Okay. Okay. Nein, wir kämpfen. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Hm, was mache ich jetzt? Und jetzt? Nein, ich esse mal was. Eine Sindelbeere. So, das schaffe ich, Leute. Das schaffe ich, das schaffe ich. Das schaffe ich. Moment. Ich muss etwas ausschalten vom Magnet, damit er keine unnötigen Attacken macht. Mist. Wieso habe ich das nicht früher gemacht? Okay, okay. Ups. Team. Magnet. Attacken. Dusche. Magnetbombe. Ist es das, was... Oder Ladungsstoß? Nein. Hm. Nein, Kreideschrei ist es schon mal gar nicht. Donnerschock, das... Du meinst aber Ladungsstoß? Was macht das nochmal? Info. Fügt allen Gegner den Raum... Okay, ja. So, jetzt setzt er nur das ein und... Wenn wir Glück haben... ist es ein Volltreffer. Zack, zack. Bäm.
Bam. Bam. Das hat irgendwie halt, okay. Bam. 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 Oh yeah. Oh yeah. Das wollte ich von ihm sehen. Das wollte ich von ihm sehen. Nein! Oh, Magnet, du lebst wieder. Okay. So, den töten wir mal. Danke, Pamplam, dass du mir ihn abgestaubt hast. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Yeah, yeah, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Zum Glück habe ich Magnet mitgenommen. Magnet, du bist einfach... Aua, 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 aua. Okay, so, jetzt bist du fällig. Pamplam, los, töte ihn. Nein! Geh weg da! Geh weg da, Pamplam! Ich mach das! Ich mach das! Ich sollte das ausschalten, oder? Weil sonst bringt das nichts. Ja, sonst bringt das nichts. Magnet, aufhören. Hör auf damit, ja? Du kannst jetzt auch das da und das da. So. Ich mach gar nichts. So, endlich ist es so. Wir haben es geschafft, Leute, und wir sind einfach so cool. Und das war echt, echt. Mann. Wie viele Fallen gibt es da? Okay. Nee, oder? Ach, komm schon. Moment, ich mach dein Safe State. Okay. Jetzt will ich schnell zur Treppe, weil die Musik nervt ein bisschen. Ich sagte, ich will schnell zur Treppe und deshalb musst du aus dem Weg geräumt werden. So, okay. Magnet ist Level 42. Juhu, ich bin Level 42. Gut so, gut so. Ich bin stolz auf dich und Diamond Samen. Ah, eigentlich Haussamen werden wir immer brauchen. Und ja. Ah, wieder so eine sanfte Musik. Das mag ich. So, da. Okay. Jetzt. Jetzt müssten wir bald da sein. Bald, glaube ich. Keine Ahnung. Ich will eben den Satz, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl so. Na, Sackgasse. Habe ich ein Safe State gemacht? Ich mache sicher jetzt ein Safe State. Man weiß nie, was für ein Pokémon jetzt. Gut so. Okay, gut, gut, dass wir Safe State machen. Weil sonst wären wir richtig. Ja, ihr wisst schon. Richtig in eine Klemme gewesen. Und das wollen wir ja nicht. So, da. Yeah, ich bin Level 45. Mann, oh Mann. Ich muss echt sagen. Ein Nickerchen tut jetzt gut. So, weiter geht's. Pamplam. Ruh dich aus. Schlaf schon ein. Wir gehen weiter. Wir lassen dich zurück. So, okay. Weiter geht's. Pamplam, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in... Pamplam, Pamplam. Lass die armen Kerle in Ruhe. Das sind auch nur Pokémons. So. Ein Safe State, genau. Richtig, Leute. Ihr habt sich wieder erinnert. Oh Mann, ist das schon wieder ein Raum mit voller Fallen? Oh, so. Okay. Hä? Was bist du? Weg da! Ich sagte, weg da! So da. Oh ja, Leute. Oh ja, Leute. Ich muss echt sagen. Ich muss echt sagen. Es ist echt... spannend. Ja, also wie weit wir schon sind und was alles Neues kommt und das ist einfach genial gemacht. Einfach genial, das Spiel. Einfach genial. Okay. Okay. Oh, da steht ein Pokémon vor mir. Sieht ganz komisch aus, muss ich echt sagen.
sieht für mich aus irgendwie wie ein U-Boot. Oh, klar doch, du kannst in mein Team. Und da haben wir schon gleich den passenden Namen gefunden. U-Boot. So. Nein, U-Fisch. Ja, U-Fisch. Das wär's. Okay. So, so. Und wo ist das H? Da ist das H. Okay, nein. Sora, gut. Ja, da bin ich mir sicher. U-Fisch, bist du sicher? Ja, U-Fisch. So, okay. Oder hätte ich ihn Thunfisch nennen sollen? Egal, passt doch. Passt doch, fertig. So, okay. Aha. Aha. Okay, gut. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Also hier weitergehen. Und. Ah. Läuft alles wie in Schnürchen. Oder so. So, Gegenschlag. So, oder? Aua. Hilfe. Pamflam, du schaffst es. Ich weiß, du packst es. Los, Pamflam. Gut, Pamflam. Gut, Pamflam. Soda. Soda. Oh, gut. Was soll ich jetzt tun? Ach, na toll. Ja. So, dann muss ich jetzt den Part leider beenden. Und dann würde ich nur sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ciao.